Hallo meine Lieben, hier ist Sabine nochmal zu einer weiteren Folge von P steht für Penetranz. Ja, es sind ja immer noch die gleichen Themen, die uns quasi bewegen zurzeit. Das ist das große C-Thema und ich hatte mir ja letztens rausgesucht, wie viele Menschen nur wirklich definitiv an Corona gestorben sein sollten. Und habe ich bei der Tagesschau geguckt, damit sich keiner beschweren kann über irgendwelche Schwurbelfakten und dort stand 30.000. Gut, das sei dahingestellt, ne, ob wegen an mit, aber dort stand 30.000. 30.000 nehmen wir jetzt mal als Zahl. 30.000 ist natürlich nicht viel mehr, als sonst in einem schweren Grippejahr gewesen sind, aber egal. Aber was weitaus wichtiger ist, ist, dass 30.000 Menschen auch jedes Jahr an Wirkung und Nebenwirkung von Medikamenten sterben. Also 30.000 Menschen sterben an Medikamenten. Ich hatte auch die Zahl von 52.000 gelesen, aber wir gehen jetzt mal von 30.000 aus, weil das ist die gleiche Zahl wie die C-Toten. Ja, man fragt sich, wie kann das passieren? Medikamente werden doch bei uns über Jahre entwickelt und überwacht und überprüft und an Tierversuchen getestet und so weiter. Ja, das ist es nämlich, ne? In Tierversuchen getestet. Tierversuche sind nicht nur unethisch, wie ich euch gleich mal darlegen werde, sondern sie sind auch unwissenschaftlich und eine pure Geldmaschine. Um nichts anderes geht es bei diesen Tierversuchen. Sie sind unethisch, das sollte sich eigentlich jeder, wissen, der ein bisschen drüber nachdenkt, aber sei dahingestellt, hier in Amerika ist jetzt gerade wieder das große Thema Tierversuche aufgekommen, weil Dr. Fauci ja Versuche oder seine Institute haben Versuche gemacht mit Hunden, die dort an Versuchen benutzt wurden und die dann so schlecht behandelt wurden, noch schlechter als es Standard ist in einem Tierversuchslabor, die vor Schmerzen geschrien haben den ganzen Tag und niemand hat es interessiert. Und da möchte ich euch nur zwei Fotos zeigen, also nicht so schlimme Fotos, weil ich weiß, ich mag sowas auch nicht sehen, aber manchmal muss es einfach sein. Also hier zum Beispiel diese Maus. Mäuse sind ja der größte Teil der Tiere, die für Tierversuche benutzt werden. Das sind 1,4 Millionen in Deutschland zum Beispiel. Also ich sage jetzt mal die Zahlen von Deutschland. Und dies ist zum Beispiel ein Affe. Sage ich gleich noch was zu den Versuchen noch dazu. Affen werden jedes Jahr, also Affen und Halbaffen, in Deutschland 3000 verbraucht für Tierversuche. Verbraucht heißt, sie sind hinterher tot. Also es ist nicht so, dass sie benutzt werden und ein schönes Leben haben. Die meisten davon sind hinterher tot. Es gibt auch manchmal Affen, die noch befreit werden können und dann irgendwie hinterher ein Leben haben. Aber sie werden halt benutzt und zum großen Teil sind sie hinterher halt auch oft. Gerade Mäuse, Ratten und so interessiert wahrscheinlich sowieso keinen. Also, Tierversuche werden bei uns in Deutschland gemacht. Und ich habe zum Beispiel so ein paar Beispiele. Eine Freundin von mir hat Pharmazie zum Beispiel studiert und die hat gesagt, sie haben so Versuche gemacht, wo die einfach sehen sollten, wie toll Aspirin funktioniert. Und dann haben sie Ratten Aspirin gegeben und dann haben sie die Ratten auf heiße Herdplatten gesetzt und dann geguckt, wie lange es dauert, bis die Ratten Schmerzen empfinden und ihre Füße hochnehmen. Auf heiße Herdplatten, müsst ihr euch mal vorstellen, mit den Füßen. Dann gibt es zum Beispiel auch die sogenannte Grundlagenforschung, die finde ich am abartigsten überhaupt. Da gibt es zum Beispiel Versuche, da wollten die sehen, wie lange kann eine Ratte schwimmen, bevor sie ertrinkt. Dann haben sie Ratten einfach ins Wasser geschmissen und so lange schwimmen lassen, bis sie elendig ersoffen sind. Dann gibt es hier auch, und ich glaube, das ist dieser Versuch hier mit diesem Affen. Dann haben sie versucht zu gucken, ob Affen bestimmte Reaktionen zeigen oder bestimmte Dinge tun, wenn man ihnen nichts zu trinken gibt. Da wurde ihnen einfach tagelang nichts zu trinken gegeben oder auch wochenlang, je nachdem. Und dann wurde ihnen ein Tröpfchen Wasser gegeben als Belohnung, wenn sie das gemacht haben, was sie machen sollten. Also wer da die Unethik nicht erkennt, also da kann man dem wahrscheinlich auch nicht mehr helfen. Das ist der eine Part. Und wenn man mal guckt, wie viele Tiere auch jedes Jahr quasi benutzt werden, ich hatte ja schon gesagt hier, also Affen 4.000, Mäuse 1,4 Millionen, aber auch 4.000 Hunde und 950 Katzen werden quasi pro Jahr in Deutschland verbraucht. Insgesamt sind 2,5 Millionen Tiere, die für Tierversuche benutzt werden. Jedes Jahr nur in Deutschland, nur in Deutschland. Das ist der Bereich, es ist unethisch. Mir würde das schon reichen als Thema, aber okay, jetzt kommt der weitere Punkt, unwissenschaftlich. Man sagt ja immer, ja, man macht dann Tierversuche und dann kann man sehen, wie das bei Menschen funktioniert. Kann man nicht. Tierversuche sind zum größten Teil nicht auf Menschen übertragbar. Und das kann man ganz einfach sehen, also an ganz berühmten Beispielen. Guckt euch an, Contagan. Contagan wurde getestet an Ratten. Die haben das wunderbar vertragen. Was ist bei Menschen passiert? Die hatten verkrüppelte Gliedmaßen, die Hände waren in hier oben am Oberarm angewachsen und andere schreckliche Nebenwirkungen. Das hätte man ja wohl rausfinden können müssen, hat man nicht, weil man an Ratten getestet hat. Das ist das Ergebnis gewesen. Dann gab es zum Beispiel auch ein Herzmedikament, Proctocol. Das wurde auch verschrieben. Das musste wieder vom Markt genommen werden, weil sie gemerkt hatten, dass leider die Tiere anders reagiert hatten als die Menschen. Bei den Menschen hat das schwere Sehschäden hervorgerufen. Viele wurden sogar blind. Deswegen wurde dieses Medikament vom Markt genommen. Gibt auch bei einfacheren Sachen, zum Beispiel Aspirin. Katzen können Aspirin nicht vertragen. Die können das nicht abbauen im Körper. Die können daran auch sterben. Oder zum Beispiel Morphium wirkt auf Menschen ja beruhigend, einschläfernd, kann man ja für alles benutzen quasi. Und auf Pferde und Katzen ist es genau das Gegenteil. Das wirkt bei denen stimulierend.
Also wenn man dann Tierversuche macht und er meint, das wirkt bei Menschen genauso, dann hat man von Wissenschaft nicht so wirklich viel Ahnung. Ja, dann kommt dazu, es ist eine Geldmaschine. Also diese ganze Tierversuchsindustrie ist eine große Geldmaschine. Der größte Tierversuchslaborant der Welt, Charles Rivet, ich glaube Rivet heißt er, wird drüber geschrieben, aber ich denke mir, das ist ein Franzose, hat einen Umsatz von 2,1 Milliarden. Aber auch in Deutschland haben die vier größten Operationslokale quasi, also die Tierversuchslabore, auch einen Umsatz von, ich gucke mal, 3,6 Milliarden pro Jahr. Also das ist ja wirklich eine ganze Menge, 3,6 Milliarden. Und 500 Millionen davon werden durch Steuergelder finanziert, also von eurem Geld. Ihr bezahlt mit eurem Geld diese Tierversuche. Das sind nur die medizinischen Tierversuche, die chemikalischen Tierversuche und auch für Kosmetik. Es wird ja mal gesagt, für Kosmetik ist es nicht mehr erlaubt. Viele Firmen hatten ja auch sich angeschlossen und haben wirklich auf Tierversuche schon seit 2013 verzichtet. Aber wenn man auf den chinesischen Markt will mit seinen Produkten, dann muss man Tierversuche machen, weil das dort so vorgeschrieben ist. Also viele sind dann wieder umgestiegen und machen jetzt doch wieder Tierversuche, weil sie sonst in China nichts verkaufen können. Und wenn man natürlich da 1,5 Milliarden Menschen irgendwelchen Schrott verkaufen kann, macht man natürlich Tierversuche, weil es geht um Geld. Es geht immer um Geld, um Geld, um Geld. Das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Es geht nicht darum, Menschen zu schützen, Tiere zu schützen, irgendwas besser zu machen. Den Leuten geht es zu 99% um Geld. Es gibt wenige Menschen, denen geht es nicht um Geld. Denen geht es um die gute Sache, aber das sind die wenigsten. Ja, das wollte ich einfach nur ganz kurz und knapp mal sagen. 6 Minuten, oh Gott, 6 Minuten 6 war es eben. Noch eine 6 dazu, dann ist es schon wieder hier, was ich nicht hätte machen dürfen. Zum Thema Tierversuche. Ich arbeite hier alle Themen so ab. Also ich hatte jetzt ja schon Milch, Pelz, Fisch durchgearbeitet. Jetzt kommt dann demnächst natürlich noch Eier, Fleisch und Jagd und dann haben wir das alles quasi durch. Und dann sollte eigentlich jeder soweit sein zu sagen, ja, was wir mit den Tieren machen, das ist nicht okay. Und zumindest anfangen irgendwie drüber nachzudenken. Weil zum Beispiel, und da kann ich euch ein schönes Beispiel sagen, das hänge ich euch unten auch nochmal an, Ärzte gegen Tierversuche setzen sich dann natürlich sehr für ein gegen Tierversuche. Und man kann mittlerweile das Ganze so viel besser machen als an Tierversuchen oder auch an echten Menschenversuchen, die ja auch natürlich auch nicht besser sind als Tierversuche, indem man zum Beispiel kleine Mini-Organe züchtet. Das kann man einfach, indem man Zellen aus menschlichen Körpern entnimmt, einfach bei einer Biopsie oder einfach so. Und dann kann man damit kleine Organe nachzüchten. Und die kann man in so eine Schale tun, da kann man verschiedene Organe reintun. Die werden dann auch mit quasi mit einem Blutkreislauf versorgt und funktionieren wie normale Organe, nur in ganz klein. Und dann kann man da verschiedene Chemikalien oder Medikamente oder so weiter testen und feststellen, wie sie wirken, ob sie Schädigungen hervorrufen und wenn ja, welche. Das ist eine ganz tolle Methode und sie funktioniert. Und man kann nicht nur insgesamt testen, wie wirkt das auf den Menschen, sondern auch, wie wirkt es auf den einzelnen Menschen. Also wenn zum Beispiel bei dir jetzt die Zellen rausgenommen werden oder bei mir, kann man genau sehen, wie würde ich auf dieses Medikament reagieren. Und das ist natürlich vielleicht nicht so lukrativ, weil da die Basis der Forschung mehr kostet, als einfach mal so ein paar Tiere züchten oder sogar, wie es gemacht wird, aus Madagaskar nach Europa zu transportieren, um sie dann dort zu foltern. Es ist wahrscheinlich dann teurer, diese vernünftigen Methoden zu machen, aber es geht und es ist da und ist vorhanden und vor allem es funktioniert. Ja, ihr Lieben, das wollte ich euch nochmal ganz kurz erzählen. Das ist das Thema Tierversuche. Also geht in euch. Man kann nicht in allem sagen, man kann nichts kaufen, was im Tierversuch getestet wurde, weil ja alles, was wir benutzen, schon im Tierversuch getestet wurde. Man sollte aber jetzt einfach mal damit aufhören. Also wir brauchen keine 95. Autolackfarbe. Wir brauchen auch kein 87. Shampoo. Wir brauchen auch irgendwelche Kopfschmerztabletten in 95. Abfolge nicht. Und wir müssen vor allem auch alte Medikamente nicht noch 100.000 Mal testen, die schon seit 50 Jahren benutzt wurden. Und funktionieren tut es ja sowieso nicht. Ja, meine Lieben, das war's. Lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Es muss Schluss damit sein, dass wir andere quälen und foltern, weil sonst kommen wir auf diesem Planeten nie voran. Macht's gut, meine Lieben, und tschüss.